eine Abrissaktivität bei einer wasserdichten Motorradwerke ist irrsinnig schwer, weil du fährst mit einem 100er oder mit 120, da ist ein Wasserfilm auf der Jacke. Die ganze Jacke ist eigentlich Fetzen aus. Ja. Irgendwer will das Wasser rein und Wasser geht, da ist ein Not, da ist ein Not. Da sind überall Nähte drin. Also das Wasser schießt da rein. Da kannst du machen, was du willst. Das ist ein Not, ich kann es gar nicht abdichten. Und jetzt kommt irgendwann einmal eine Membrane. Und das heißt, da geht es jetzt los. Drunter, oder? Die Membrane ist im Prinzip da so eingearbeitet. Das ist die, oder? Das ist die Membrane, ist richtig. Leichter sehen wir uns da. So, das heißt, früher ist eine Membran eingenäht worden, das wie ein Sack. Das ist einfach reingelegen, deswegen hat das Z-Liner geheißen. Dann einlagig, zweilagig oder dreilagig war nichts anderes als wir von der Firma Gore-Tex diese selber entwickelte Membrane. Das haben wir einfach von der Überzeugung gewesen, in zwei Lagen habe ich noch einmal Luft dazwischen. Das heißt, ich habe noch einmal ein Klima, das heißt, ich habe noch mehr Komfort. Und bei drei Lagen haben sie es einfach noch einmal mehr empfunden, oder? Und nur danach, je mehr Lagen ich habe, besser? Ja, besser schauen, aber desto schwieriger wird es zum Verarbeiten, desto teurer wird es, desto komplizierter wird es, oder? Und jetzt ist man eben hergegangen, dass man einfach neue Membranen erfunden hat, die was sie einfach machen kann. Das ist eine einfache, also keine doppelte oder dreifache Membran. Das ist eine einzige. Allerdings mit der Funktion, dass sie sehr hohe Sauberkeitsaktivität zusammenbringen, aber hundertprozentige Wasserdichte. Und der Gore-Tex-Membran erklärt das relativ einfach. Gore-Tex ist die einzige Membran, die keine Feuchtigkeit braucht, die funktioniert immer. Ein Pitra-Membran, ein Super-Tex, ein Aero-Tex, egal wie sie alle heißen, den muss zuerst warm werden und dann nass werden. Und dann wird sie aktiv. Dann fängt sie an aktiv. Vorher nicht. Der Nachteil ist natürlich, du fährst jetzt, es ist warm, irgendwann schwitzt du. Und schwitzen tust du mit einem Gore-Tex genauso. Es ist nicht so, dass du da nicht mehr schwitzt, stimmt nicht. Also wenn einer sagt, ja, oder wenn du ihm das beim Verkaufen erklärst und schaut, da habe ich meinen Brand, der schwitzt nicht mehr, dann hast du eigentlich Handlauf. Er schwitzt, weil du bringst diese Hitze, was du beim Motorrad hast, die bringst du nicht weg. Du hast die Abluft vom Motor, du hast die Hitze von der Straße und du hast die Umgebungstemperatur. Das heißt, aber ich bringe da ein gutes Klima zusammen. Ein angenehmes Klima, er fühlt sich wohl. Ein besseres als bei den anderen. Genau. Das heißt, ich habe keine Restfeuchtigkeit drinnen, keine Nässe oder auch Verkältung. Und dadurch ist das das Angenehme, was ich habe. Das ist Luxus. Und bei den anderen ist es so, dass er einfach den Kompromiss macht, okay, jetzt fängt es an zu schiffen, jetzt war es aber immer warm. Jetzt ist die Membran wasserdicht. Und die Abnutzaktivität, zuerst war sie so, das hat 50-50 oder 100-100. Und jetzt fangen sie an zu schütten, jetzt ist die Wasserdichtheit immer noch so, die Abnutzaktivität geht in den Keller. Das heißt, ich habe einen Dampf drin. Ich habe eine Restfeuchtigkeit, ich habe eine Kälte drinnen, die bringe ich nicht weg. Und das ist der Unterschied zwischen einer Gore-Tex und einer anderen Membran. Das ist aber nur jetzt die Membran. Und das Geheimnis ist, damit es besser funktioniert als bei allen anderen, ist der Stoff. Das heißt, je besser der Stoff ist, desto besser funktioniert die Membran. Wenn ich jetzt daher gehe und ganz günstige Nylon, keine Ahnung, irgendwas verwende, dann explodiere ich in der Jacke, weil die Luft im Maß. Das heißt, wenn das nicht funktioniert, funktioniert die Membran nicht. Und das ist der Preis. Das ist das Hauptargument für den Preis. Das heißt, ergänzt sich da was Spezielles, ergänzt sich ein super Stoff, ergänzt sich eine Weltmembran und er kauft sich ein super Klima. Und er hat eine Funktionsgarantie. Das heißt, das Teil ist 100% dicht, egal was passiert. Und bei einer D3 oder bei einer günstigen Membran kauft er sich zwar von der Nähe sehr gute Technik, weil der Unterschied von der Struktur her zwischen der Bayern sehen tut man es an der Struktur vom Stoff. Der ist gröber, ja. Der ist feinmaschiger, der ist leichter, der fühlt sich angenehmer an. Und das ist der Unterschied. Man braucht keinen Hightech-Stoff für eine günstige Membran. Mhm. Und das ist der Unterschied. Ob jetzt das wasserdicht ist, verarbeitet, dann sieht man es. Ja, dann weiß man es.
Das ist Gore-Tex. Das schaut immer gleich aus. Naja, das ist eine andere Membran. Da schreiben sie es drauf, dass es wasserdicht ist. Da braucht es nicht draufschreiben. Und da steht Gore-Tex drauf. Das heißt, da ist es. Aber dass du 100% sicher bist, dass die Außentaschen auch wasserdicht sind, schau es an. Weil oft ist es so, dass das relativ teuer ist. Das kostet eigentlich fast bei den 50, 60 Euro, dass man Außentaschen wasserdicht macht mit Gore-Tex. Das kostet gar nichts. Das ist relativ günstig, oder? Das ist sehr aufwendig. Aber sie machen es, weil ich ja den Preis irgendwie argumentieren kann oder argumentieren muss. Und das ist der Unterschied, dass ich da in einem Bereich schon technisch gleich arbeiten kann. Ich kann da sehr viele Teile in der Jacke dort rein verwenden. Nur ich brauche diesen High-Tech oder diesen High-End-Stoff nicht, was ich da brauche. Dadurch ist sie leichter, angenehmer und passt besser. Das ist ein bisschen plumper geschnitten. Aber das ist eigentlich das, wo eben 200 Euro erklärt sind. Und du hast da noch zusätzlich in dem Bereich eine Außentasche. Das heißt, der Vorteil ist von der Außentasche, ich muss nicht jedes Mal die Jacken komplett aufmachen, dass ich zu meiner Geldtasche komme. Und dadurch ändere ich mein Klima nicht. Das heißt, die Jacke bleibt zu, ich komme aber trotzdem zu meinem Geld, zu meiner Handy, das ist alles wasserdicht. Ich sage, das macht es eigentlich aus. Das sind so Kleinigkeiten, das sind Details. Und wie gesagt, Protektoren, Lampings, Sportprotektoren sind überall die gleichen. Egal, ob die Jacken jetzt 50 Euro kostet von der Nase oder ob jetzt da die Jacken 600 Euro kostet. Die Protektoren sind immer dieselben. Okay. Das ist null Unterschied. Das ist eigentlich auch etwas, wo man einfach sagt, das ist es, oder? Ich sage, du hast noch da zusätzlich noch Flaschen oder was. Und da siehst du jetzt, was ist das? Nicht wasserdicht. Wie gesagt, immer die Jacken anschauen, wenn du das kriegst. Schau sie an, leg sie, hol da an, dann soll sie probieren. Und dann weißt du, von dem, was bei dir im Geschäft ist, was ich, soll sie da nicht probieren oder was, dann weißt du, okay, der braucht 50 oder 52. Jetzt kommt der Kunde, den checkst du ab. Ja. Egal, ob er dir jetzt fragt, was er braucht, aber du weißt ungefähr, okay, der braucht, ja, der hat die gleiche Figur wie der Christian, der braucht 52. Sag er, ich will eine wasserdichte Jacke. Okay, dann Bedarfsanalyse, was stellt er sich vor? Bringst du auch einen Preis von 500 Euro oder läuft er irgendwo hin in eine andere Richtung, aber eigentlich will er allein irgendeine billige Jacke. Das heißt, Bedarfsanalyse machen, was fährt er, was will er, hat er Kohle oder keine? Sieht man es bei ihm, hat er Geld, und was ist er für ein Auto, ist er gekommen, was für Uhr drauf kann. Ja. Das ist eine Kleinigkeit. Wenn er eine Rolle gesammelt hat, dann war es okay. Dann tut ihm nicht weh. Ja. Also er hat sich gestohlen.